Broomborough ist jetzt endlich draußen und ich habe für euch das Starter-Kit, was ich euch zeigen möchte. Denn dieses Starter-Kit hat es richtig in sich. Denn dieser Otter kostet Tag der Aufnahme heute, also am Samstag, dieser Hase kostet irgendwie 5 Euro und dieser Otter auch irgendwie 5 Euro. Das sind zwei der teuersten Karten im Bloomborough, die ihr in so einem 20 Euro Starter-Set bekommt. Die beiden alleine bezahlen fast das komplette Starter-Deck. Also das ist insane und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir da mal rein. Dieses Starter-Set, super, super cool für die ganzen Leute, die mit Bloomborough neu in Magic einsteigen wollen. Und genau, dieses Starter-Set wurde mir zur Verfügung gestellt vom lieben Liplap, aka Fabi Liplap 1. Unten in der Videobeschreibung werdet ihr sowohl sein Instagram als auch seinen Card-Market-Account sehen. Dort könnt ihr gerne mal reinschauen. Die meisten Karten, die hier gemacht, die geöffnet werden, landen bei ihm auch auf dem Channel. Und ja, ihr könnt mal bei ihm reinschauen. Er macht coolen Content auf Instagram und verkauft gute Karten zu guten Preisen auf Card Market. So, Werbung Ende. Wir haben erstmal ein Einsteiger-Spieler-Leitfaden. Sehr cool. Hatten wir bei dem Assassin's Creed jetzt auch. Einfach nur zum zeigen, wie so ein Spiel funktioniert. Wie sieht der Friedhof aus? Wie kämpft man? Wie sieht so eine Karte aus? Hier auch ganz cool mit dem Phineas mit drin. Das haben sie wirklich angepasst. Beim anderen Mal war es so Ezio Auditore. Das ist schon ganz nice. Hier eine kleine Hasen drin. Da der Otter. Oh mein Gott, wie süß. Werbung für FNMs. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Für Anfänger gut zu gebrauchen. So, wir gucken uns mal an, was wir haben. Wir haben hier zwei Arena-Codes. Ich denke mal, der liebe Fabi wird mir nicht böse sein. Hoffe ich. Wenn ich euch die mal reinhalte, ihr werdet die gerade eben eh schon gesehen haben. Ihr könnt, wenn ihr diesen Code eingebt und ihr schnell seid, könnt ihr damit eins der Decks und damit das andere machen. Wenn ihr greedy sein wollt, nehmt beide. Ich würde euch empfehlen, nur einen zu machen. Und ja, sollte es nicht funktionieren, dann hat schon jemand anders euch den Code weggeschnappt und war schneller als ihr. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich spiele keine Arena. Ich glaube, der Fabi spielt auch keine Arena. Dementsprechend wird das nicht schlimm sein. Hier habt ihr so komische Pappboxen. Die sind Müll. Einfach Müll. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Die finde ich einfach nicht gut. Und wir gucken uns jetzt die beiden Decks an. Wir beginnen mit dem Otter. Bria, die Strömungsdiebin. Eine wunderschöne Karte, tatsächlich. Und was diese Diebin halt macht, sie ist eine 4-Mana 3-3 mit Bravour, also nicht Kreaturenzauber. Wenn wir einen wirken, kriegen die plus 1 Marke. Und andere Kreaturen, die wir haben, haben Bravour. Das ist sehr, 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 sehr stark. Wirklich stark. Und immer wenn nicht Kreaturenzauberspruch gewirkt wird, können Kreaturen deiner Wahl, kann eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug nicht blocken. Auch so strong. Oh mein Gott, ist die Karte cool. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier drin haben. Ich sehe schon mal eine neue Karte tatsächlich. Und zwar die Spottdrossel. Die Spottdrossel macht sich zu einer Kopie einer Kreatur. Die weniger Mana-Kosten hat gleich das, was wir für sie bezahlt haben. Zusätzlich ist sie ein Vogel und kann fliegen. Gedankenquelle für zwei blaue und X ziehen wir X-Karten. Dann haben wir die Sturmlenkerin. Die ganzen Otter sind alle weiblich, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr cool. Zauberspruch wirkt. Und falls es ein Spontanzauber, die erste Hexerei oder der erste Order-Zauberspruch ist, dann können wir einen Gegner eine Karte ziehen lassen, weil es für das tut, kriegen wir eine Kopie. Sehr, sehr stark. Leider mit Legendary ein bisschen schwierig. Schwert der Rache. 4 Rares. Sehr cool. Und dann haben wir Quakende Ausruferin. Wenn ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Für 2-2-1 echt nicht schlecht. Diebischer Otter. Der ist auch alt. Habe ich schon mal gesehen. Der ist ganz cool. Wir haben viele Karten dreimal drin. Perle der Weisheit dreimal, Magischer Schlaf zweimal, Wegbereiter dreimal, Flammenpeitsche mit Chandra. Hä? Ja doch, was hat die denn hier jetzt auf einmal zu suchen? Da hätte man auch ein neues Artwork spendieren können. Funkelmagierin, oh mein Gott, mit Nachwuchs. Die Token sind hier aber nicht bei, wo? Doch. Doch. Wir kriegen eine 1-1 Kopie und immer wenn... Oh nein. Nein, es sind keine einzigen Tokens dabei. Schade. Schade, schade. Was bist du denn? Erdstoßzahnkeiler. 5 Mana von 5. Reichweite, Trampeleile. Was? Ach du Scheiße. Tollwütiges Nagen ist auch so eine Karte. Das Artwork, die Artworks sind weird. Sturmfang-Mentor, 2 Stück. Ist eine gute Karte. Dann ein paar Länder. Ein paar hübsche Länder.
Und hier nochmal ein paar mehr hübsche Länder. Und das war das erste Deck. Gucken wir uns das zweite Deck an. Und zwar sind das die Hasen. Da finde ich es schon mal ganz spannend, dass vorne eine Serra-Erlöserin drauf ist. Und bei dem anderen war ja wirklich so direkt schon die zweite Rias im neuen Set drauf. Hier ist es nicht so. Das finde ich ein bisschen schade. Dementsprechend, ja. Gucken wir uns mal Birke, das Langohr des Gesetzes an. 6 Mana, 4-4 Wachsamkeit. Wenn ihr ins Spiel kommt, legen wir 1+1/+1 auf bis zu 2 Kreaturen. Und immer wenn eine Kreatur mit einem +1/+1 angreift, verdopple die Anzahl der +1/+1 auf ihr. What? Das ist mächtig. Gefällt mir gut. Serra-Löserin, 5 Mana, 2-4. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger ins Spiel kommt, legen wir 2+1/+1 auf sie. Sehr, sehr gut. Dann Kolossifizieren. +20/+20. Und ein Elementarwesen Schildkröte. Furchtbarer Grünpanzer. 5 Mana, 4-6. Wenn 10 oder mehr Länder konsolidieren, haben Kreaturen +2/+2 bis generell. Das ist what? Auch sehr stark. Und immer wenn der furchtbare Grünpanzer oder andere Kreatur, die kontrollierst und deren Widerstand größer als die ihre Stärke sind, ins Spiel kommt, schau die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls eine Länderkarte ist, kannst du die getappte Spiel bringen. Okay, 2-4 ist zumindest eher. Und wir haben, stimmt, der fünfte. Phineas, der Meisterschütze. 2 Mana, 2-2, Fliegend Wachsamkeit. Wachsamkeit, Reichweite, er hat einen Bogen. Kaninchen, Bogenschütze. Und immer wenn er angreift, legen wir auf eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, die ein Spielstein oder ein Kaninchen ist, eine +1/+1 Marke. Wenn die Kreatur dann mehr als 10 Stärke hat, ziehen wir eine Karte. Cool. Ältester des Baums. Helmspechtversorger, Karottenkuchen, so eine coole Karte. Kaninchenschlacht ist so schön. So eine coole Karte. Zurückweisung des Unheils. Hobbledihop. Karte heißt einfach Hobbledihop in Deutsch. Druiden des Spartans, auch 3. Baumwächter-Duo, tollwütiger Biss. Riesenwuchs. In einem weirden Artwork. Wo war das denn nochmal her? Das sieht aus wie auf, hier, mit den, hier. War of the Spark, kann das sein? Das ist ja weird. Klippenausguck, sehr gute Karte. Der Mentor, ganz cool. Sand, Ebene, Wald. Kaninchen. Oh, was ist das denn für ein geiles Kaninchen-Token? Ich bin verliebt. Das ist ja geil. Warum auf der Rückseite auch Kaninchen sind, weiß ich nicht. Ja, das sind die zwei Decks. Das bekommt ihr für ungefähr 20 Euro. Kosten die bei den meisten Händlern. Was ganz cool ist, also wie gesagt, allein die beiden zusammen geben euch fast einen 10er zurück. Dann habt ihr noch ein paar coole Rares. Ihr könnt damit anfangen. Ihr könnt Arena-Codes für die Karten online haben und so weiter und so fort. Wirklich cool. Ich finde dieses Starterprodukt gut und Wizards braucht mehr Starterprodukte. Dementsprechend bin ich sehr, sehr happy darüber, dass wir solche Starterprodukte haben und dass wir das auch nutzen können. Deswegen vielen Dank, Wizards. Und vielen Dank an meine Patrons. Ohne euch wäre sowas nicht machbar. Dementsprechend vielen, vielen Dank an euch. Ihr gebt mir monatlich einen kleinen Obolus. Damit kann ich sehr, sehr, sehr viel machen. Und ja, wenn ihr das auch machen wollt, wie diese coolen Leute, die hier gerade über den Bildschirm huschen, dann schaut doch mal nach bei patreon.com/mtgblackset. Dort könnt ihr mich ab 3 Euro im Monat unterstützen. Und ja, vielen Dank auch an den lieben Fabi, dass er mir das bereitgestellt hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.